Mercedes-Benz LG 1519 6x6. Seit Jahren produziert der deutsche Hersteller Autos, die als Offroad-Monster bezeichnet werden können. Aber nur wenige Fahrzeuge können mit dem LG 1519 6x6 mithalten. Es ist ein sechsrädriges Militärfahrzeug, das speziell für die Bedürfnisse brasilianischer Soldaten entwickelt wurde. Das Fahrzeug vereint die besten Eigenschaften von Artillerietraktoren und Schwertransportern für technische Bataillone. Es ist mit einem 5-Zylinder-Dieselmotor ausgestattet, der bei 5200 Umdrehungen pro Minute 215 PS leistet. Auch das Fünfganggetriebe ist von Vorteil. Der Panther. Feuerlöschgeräte, die für den Einsatz unter den anspruchsvollen Bedingungen eines Flughafens hergestellt werden, unterliegen immer besonders hohen Anforderungen, wie zum Beispiel schnelle Beschleunigung, hohe Höchstgeschwindigkeit und das Frettchen. Dieses Video wurde ursprünglich gedreht, um die Vorteile von Toyo Tires bei Open Country zu demonstrieren. Das für das Video gebaute Auto entpuppte sich jedoch als ein konkurrenzloses Biest. Der britische Aufklärungspanzer Ferret von 1959 gab diesem Ferret seinen Namen und seine Karosserie. Das Fahrzeug wurde jedoch stark modifiziert. Werfen wir zunächst einen Blick auf die drei Paar massiven Toyo Open Country Reifen. Sie wurden nach dem ursprünglichen Design hergestellt. Zwei der sechs Räder werden von speziellen Hydraulikmotoren angetrieben, die vom Fahrzeuginneren aus gesteuert werden können. Dank der Kingshocks-Federung überwindet dieses Monster leicht Hindernisse und kann selbst in aggressivstem Gelände fahren. Das Heck des Fahrzeugs ist mit einem leistungsstarken Chevrolet LS-Motor ausgestattet. Besonderes Augenmerk möchten wir auch auf die Startvorrichtung mit einem Haken am Windeseil legen. Diese Modifikation macht das Auto noch besser fahrbar. Wir sollten sagen, dass dieses Video mit Hilfe eines professionellen Rennfahrers auf einer vorbereiteten Strecke gedreht wurde, sodass wir euch nicht empfehlen, es auszuprobieren.
Fahrbahnmaschine. Das Hauptmerkmal dieses Autos ist es, dass es mit einer speziellen Schiene von Faun ausgestattet ist. Normale Schwerlastfahrzeuge können möglicherweise nicht überall fahren, weil ihre Räder einfach feststecken. Diese Maschine wird diese Probleme jedoch nicht haben, dank einer Besonderheit. Das Fahrzeug spreizt seine Fahrbahn unter seinen eigenen Rädern. Bei starkem Gelände bleiben die Räder aufgrund ihrer geringen Oberfläche meist im Schlamm oder im Sand stecken. Aber diese breite und lange Strecke verhindert, dass dies geschieht. Der Hersteller empfiehlt den Einsatz an Orten mit instabiler Oberfläche. Es kann auf Schnee, Schmutz, Sand oder einer sumpfigen Oberfläche platziert werden. Die Strecke ist wasserdicht, sodass sie auch zum Entladen von Geräten von einem Schiff verwendet werden kann. Der Hersteller bietet zwei Modelle an. Einer von ihnen kann Anbaugeräte bis zu 13 Tonnen und der andere bis zu 150 Tonnen aufnehmen. Die maximale Breite der Fahrbahn beträgt 4,6 Meter. AVLB. Militärische Ausrüstung hat in der Regel eine Geländetauglichkeit, die kein anderes eingesetzt wurde. Die M60 AVLB wurde 1963 auf den Markt gebracht. Der Hauptzweck ist es, Panzern und anderen Radkampffahrzeugen zu helfen, Gräben und Wasserhindernisse unter Kampfbedingungen zu überwinden. Insgesamt gibt es weltweit etwa 600 solcher Geräte. Das maximale Gewicht, dem diese Brücke standhalten kann, beträgt 48 Tonnen. Hunter. Das letzte Fahrzeug, das wir euch zeigen möchten, wurde von Spezialisten der weißrussischen Firma Sora Group entwickelt. Laut Hersteller ist es ein ideales Werkzeug für einen begeisterten Fischer oder Jäger. Dieses Geländefahrzeug wird zum Schutz von Naturschutzgebieten und zur Wildereibekämpfung empfohlen. Das einzigartige Design des Fahrzeugs ermöglicht es ihm, sich auf Wasser, sumpfigem Gelände sowie auf offenen oder eisbedeckten Stauseen zu bewegen. Außerdem kann das Auto mit einem Schraubenpropeller ausgeschaltet werden, der das Auto in eine Art Boot verwandelt. Die Geschwindigkeit mit diesem Propeller erreicht 8 km pro Stunde. Der Fahrer ändert die Richtung, indem er die Vorderräder bewegt. Mit Ultraniederdruckreifen kann das Fahrzeug durch sumpfige Wälder, dünnes Eis, Stämme und Äste fahren. Tatsache ist, dass sie aufgrund des geringen Flächendrucks auf dem Boden die Mutterbodenschicht praktisch nicht beschädigen. Tests unter schwierigsten Bedingungen zeigten, dass die Reifen praktisch unverwüstlich sind. Der Körper ist aus Fiberglas gefertigt. Die vom Hersteller angebotene Wärme- und Geräuschdämmung ist hervorragend. Die Zugangsluke ist definitiv ein Vorteil, vor allem wenn man bedenkt, dass das Geländefahrzeug für Jäger entwickelt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km pro Stunde. Das Geländefahrzeug wird von einem Motor mit 81 oder 95 PS angetrieben und bietet Platz für bis zu 7 Personen im Inneren.